wär's mit Duck dich und mach mir die Krabbe, Himmel und Hölle? Thaddäus sagt, Spitz, pass auf, Gummitwist, Mensch, ärgere dich nicht, U-Boote versenken, Elva raus oder vielleicht Mayong? What? Dieses Spiel kenne ich doch gar nicht, wie heißt es denn? Es heißt, falls du denkst, ich würde je mit dir spielen, hast du dich geschnitten! Oh. Dann nehme ich einfach das Bild und stelle es davor. Perfekt. Ah, heiliger Hammerhai! Nie im Leben kriege ich die Bude noch rechtzeitig aufgemöbelt. SpongeBob, wie lange spionierst du hier schon rum? Welcher Tag ist heute? Der Tag, an dem ich sag, hau ab und komm nie wieder. Wie soll ich dir dann helfen, dein Haus aufzumöbeln, damit alles schick ist für die große Fernsehshow? Woher weißt du davon? Ich hab dir nachspioniert. Muss ich erst wieder die Bullen rufen, damit du endlich... Na gut, von mir aus. Aber beim ersten Fehler, den du machst, fliegst du hier raus, comprendes? Mucho comprendes, Señor Habanera. Guten Morgen, Krabbencrew. Hey, Patrick! Alles klar für unseren großen Abend heute? Ja, da steppt der Bär. Heute drehen wir richtig durch. Alles klar, ich höre schon Stimmen. Bist du bereit für die... SpongeBob, Patrick, geht's eigentlich noch? Lass uns unser Gespräch fortsetzen, wenn wir ungestört sind. Mir sind hier einige Leute zu neugierig. Wie unhöflich doch manche Menschen sind. Unglaublich. Dieser Krabbenburger ist mit ziemlicher Sicherheit die allergrässlichste, übelste, jämmerlich zubereitetste, unappetitlichste, widerlichste Perversion eines Sandwiches, die ich meinen bedauernswerten Verdauungsorganen je zumuten musste. Aber... Und ich wünsche diesem Krabbenburger und all seinen Liebhabern ein frühes und wohlverdientes Ende! Kapiert? SpongeBob! Hallo, Thaddäus. Schon alles erledigt? Nein, hab ich nicht. Mir ist nur eingefallen, dass ich diesen Dollar gewechselt haben will. Möchtest du 4/4 Dollar oder 10 Zehner oder 20 Fünfer oder 100 Pennies oder 1/4 Dollar, 3 Zehner, 7 Fünfer und 10 Pennies? Und falls du mir einen 5-Dollar-Schein gibst, könnte ich... Alles klar. Bis dann. SpongeBob, wo ist meine Limonade? Ich komme, Thaddäus. SpongeBob! SpongeBob! Und wieso bist du nicht in Dienstkleidung? Na, das wurde aber auch allmählich Zeit. Bitte schön, Eure Majestät. Das kann ich nicht trinken. Wieso nicht? Bist du blind? Sieh's dir doch an! Was ist damit? In dieser Zitrone hier sind 3 Kerne und diese Zahl bringt Unglück. Ich kann nichts trinken, was mir Unglück bringt. Gut, dann fische ich sie raus. Nein, das ist schon von der schlechten Zitrone kontaminiert. Das funktioniert nicht. Balla, 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 balla. Gerade wenn die ätherischen Öle einwirken sollen. Ich bitte um ein wenig mehr Ruhe. Unverschämtheit, einfach wegzurollern. Ich schimpf mit euch. Könnt ihr euch nicht einmal benehmen wie Erwachsene? Schön, benehmt euch euer Leben lang wie Kleinkinder. Mir doch egal. Ich kehr zurück in mein stilvolles Erwachsenenleben. Also haltet Ruhe. So, ihr habt's geschafft. Ihr habt meine Chance auf ein kleines bisschen Glück mit Füßen getreten. Mit voller Absicht, rücksichtslos und grausam. Ich hätte wirklich ein bisschen mehr von euch erwartet, Leute. Aber das war ja wohl ziemlich dumm. Also bleibt bitte morgen zu Hause. Ich sag einfach, ihr werdet alle bei einem Blasunfall ums Leben gekommen. Und danke auch. Danke für gar nichts. Dankeschön. Brauchst du Hilfe? Was wird denn das hier? Ich mach Krabbenburger. Darin warst du auch schon mal besser. Siehst doch ein, dieser Preis ist ein Haufen Müll. Bitte, erzähl Mr. Krabs nichts davon, sonst sinken meine Chancen, den Preis zu gewinnen. Jetzt hör mir doch endlich zu, dieser Preis ist der längste.
Schmodder! Nein, das stimmt nicht, Thaddäus. Das ist wie mit dem Hut hier. Dieser Preis ist ein Symbol. Ein Symbol dafür, dass du ein Depp bist. Ah, nein, mach das nicht. Ah! Und das ist ein Symbol dafür, was ich von dem Preis für den Mitarbeiter des Monats halte. Au! Tja, ein erfahrener Mitarbeiter des Monats hat immer einen wahren Blei im Hut. Ich sag's dir jetzt zum letzten Mal, dieser Preis ist der größte Schwachsinn aller Zeiten. Au! Oh, hallo, Herr Nachbar. Aus dem Schlummer erwacht, wie ich sehe. Tja, du kommst gerade recht für eine entspannte Runde auf unserem Hallen-Minigolfplatz. Ich entspanne mich weder beim Minigolf noch beim Hallenhalmer, solange euer beider Anwesenheit droht. Und momentan gedenke ich, mich zurückzuziehen, um ein wohlverdientes Vormittagsschläfchen zu genießen. Aber schau doch mal, wie wir dich am fünften Loch in Butter verewigt haben. Ist mir doch egal. Hört gut zu. Ich will nicht noch ein weiteres Mal aus meinem Schlummer geweckt werden. Und falls doch, sehe ich mich gezwungen... Die zweite Runde mitzuspielen? Sorgt einfach dafür, dass es nicht passiert. Denn sonst passiert was. Und, war das nicht entspannend? Nein, das hier ist entspannend. Oh nein! Ich rette dich, keine Angst! Thaddäus, geht's dir nicht gut? Genau, kauen, kauen und runterschlucken. So besser? Besser? Mir ging's prima, bis du meine Klarinette mit hochgefährlichem Junkfood beschossen hast. Ich hatte keine Wahl. Es ist zu gefährlich, hier draußen in der Wildnis schlecht Klarinette zu spielen. Es lockt sonst... einen Seebären an. Einen Seebären? Du meinst so eine wie die, die es gar nicht gibt? Was sagst du da? Die Viecher gibt's nicht. Das ist nur ein Mythos. Nein, das siehst du falsch. Seebären sind eine Realität. Steht im Bikini-Bottom-Boten. Ich heiratete einen Seebären? Ja, und im pseudowissenschaftlichen Monatsheft. Seebären existieren und Märchen sind wahr? Das ist doch das Dämlichste, was ich je gehört habe. Naja, vielleicht ist es dämlich, aber pseudow ist es auch. Ich muss hier raus und zwar schnell. Guck dir das an. Endlich spielt Thaddäus auch mit. Schlafe, Thaddäus, schlaf ein. Lass die anderen doch Idioten sein. Oh ja, Cola-Brause-Bombe! Zünder und Feuer! Hey, ihr zwei Psychopathen, gebt endlich Ruhe! Oh, hey, Thaddäus, wie geht's dir? Ganz grässlich, ich hab seit 3 Tagen nicht geschlafen! Toll, gratuliere! Das ist gar nicht toll! Ich habe morgen ein Vorspielen bei den Bikini-Bottomer Philharmonikern und ich bin mit den Nerven völlig am Ende. Versuch's mit Spazierengehen, bei mir klappt das. Siehst du, sonst springe ich auf und schreie, wenn du einfach so aus dem Nichts auftauchst. Aber ich bin so müde, dass ich deinen dämlichen Rat sogar annehme. Ach, nach 20 Jahren akribischer Pflege steht mein Bonsai-Baumporträt endlich kurz vor der Vollendung. Oh, bei Neptuns Nase, ich habe ein Blatt übersehen. Aber keine Angst, Pflänzchen, bald bist du perfekt. Genauso perfekt wie ich. Oh nein, was habe ich getan? Nein! Thaddäus! Was? Wer hat das gesagt? Ich bin's, dein Bonsai, Thaddäus. Erfüllst du mir noch eine letzte Bitte? Ah, natürlich. Was wünschst du dir denn? Nimm Rache für mich.
Nimm Rache für mich. Ich will mehr davon. Du willst mehr davon? SpongeBob, du Dummbatz, hast meinen Bonsai ver... Nicht. Lass uns zu Sandy gehen. Reichst du mir die Chips rüber? Tut mir leid, Patrick, die sind alle. Oh, Eigenbrütze! Und was bitteschön mache ich jetzt mit dem ganzen Tipp? Sei leise! Was macht ihr Schwachköpfe hier? Wir wollen den Sonnenaufgang angucken mit dir. Oh, das ist schon um 3.47 Uhr nachts? Aha. In meinem Schlafzimmer? Wir kommen jeden Morgen hierher. Ihr dringt also während jeder Nacht in meine Privatsphäre ein? Aha. Na klar, wir sind totale Fans! Ach, all die Erinnerungen, die sich mit diesem Zimmer verbinden. Wir sind alle in dem Erinnerungsbuch drin. Das war am Nationalfeiertag. Und am Valentinstag. Oh, an Ostern hast du so süß ausgesehen. Was hast du denn, Thaddäus? Wie oft habe ich euch beiden Pappnasen denn schon erzählt, was mit meinem Hirn passiert, wenn ich euch zu Gesicht kriege? Oh, gute Nachtgeschichte. Darf ich sie dieses Mal erzählen? Bitte, bitte, ja. Jedes Mal, wenn Thaddäus uns sieht, ziehen Sturmwolken in seinem Gehirn auf und ein Gewitterregen bricht aus. Und dann muss sich Thaddäus Glücksdrüse einen Unterschlupf in seinen Gedankengängen suchen. Aber die Glücksdrüse findet keinen Gedanken, der tief genug geht. Also kriegt sie eine Erkältung und muss ins Bett, bis wir wieder gehen. Und genau deswegen will ich euch nie mehr, und zwar solange ich lebe, auch darüber hinaus, bis in alle Zeit und Ewigkeit. 3 Stunden später. Und in jeder Faser meines Körpers weiß ich, dass ich euch beide nie wiedersehen will. Thaddäus. Und zwar bis hin zum Ende aller Zeiten. Thaddäus. Was denn? Oh, danke, dass du diesen Moment mit uns geteilt hast. Raus mit euch! SpongeBob! Alles erledigt? Nein! Jetzt reicht's, es reicht! Egal, welche kranken Fantasien mir im Kopf rumspuken, ich gehe nicht zurück in dieses Restaurant. Hast du schon alles erledigt? 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 Hast du schon alles erledigt? Hast du schon alles erledigt? Hast du schon alles erledigt? Nein, ich habe noch nicht alles erledigt und das wird auch nie so sein. Also hör auf, mich auszuquetschen. Ich weiß doch, was du vorhast. Du willst mich zwingen, jedes Mal hierher zu kommen, wenn du Mist baust. Hab ich doch nicht. Okay, vielleicht bis jetzt noch nicht, aber das kommt noch. Ja. Oh ja. Und wenn's soweit ist, bin ich da. Dann bin ich da. Na dann los, ich gebe dir erstmal eine Aufgabe, die so einfach ist, dass selbst jemand ohne Hirn sie ohne Probleme erledigen kann. Gut, ich habe mein Hirn nämlich fürs Wochenende an Patrick ausgeborgt. Ehrlich? Ach was, ich mache nur Spaß. Er hat mir dafür die 2 Schokoriegel gegeben. Ist mir egal, da steht die Farbe, mit der wirst du diese verblichene Stelle an der Wand da überstreichen und fass bloß nichts anderes an, kapiert? Okay. SpongeBob, was war das für ein Geräusch? Teil mich durch 8 und speise mich in heißes Knoblauchöl. Was hast du mit meinem Wohnzimmer gemacht? Du solltest nur die verblichene Stelle streichen. Es sah doch alles verblichen aus. Ach, was soll's. Vielleicht sieht man's durch die Kamera nicht so. Wir stellen erstmal das Sofa woanders hin. Eine super Idee. Wo sollen wir es denn hinstellen? Warte, ich muss das Ding erst in den Griff kriegen. Also nicht bewegen, bevor ich sage, au! Okay, es steht auf meinem Fuß nicht! Au! Okay. Ja. Au! SpongeBob, ich sagte nicht bewegen, bevor ich sage, au! Warum bewegst du es dauernd? Du sagst doch dauernd, au! Ich brauch dich nicht dazu, ich schaff das alleine!
Siehst du? Donnerwelle, du bist ja echt stark. Und du hast das Sofa gleich halbiert. Jetzt können wir es viel leichter umstellen. 5, 4, 3, 2, 1. Naja, wenigstens konnte ich ihm ein paar schöne letzte Stunden bereiten. Ich bin wirklich ein guter Tintenfisch. Hey, Thaddäus, guck dir das an. Was? Hey, Moment, das mit dem sich doofstellen haben wir schon abgehakt. Wieso bist du immer noch da? Ja, wir sind ja jetzt mit der Liste durch. Da habe ich eine neue angefangen. Ich habe ein ganzes Buch voll mit tollen Ideen. Bis Januar sollten wir damit durch sein. Weg mit dem Buch! Ich habe den ganzen Tag mit dir verbracht und unglaublichen Unsinn veranstaltet, weil du explodieren solltest! Du willst, dass ich explodiere? Ja, darauf warte ich schon die ganze Zeit! Okay, ich versuch's. Gary, du isst jetzt deinen Nachtisch auf, weil der nämlich lecker schmeckt! Jetzt bist du dran. Das hab ich nicht gemeint, du Schwachkopf! Nicht schlecht. Nein, ich meine explodieren, wie in 1000 Teile zerfetzt werden. Warum soll ich das denn machen? Weil der Kuchen, den du gegessen hast, eine Bombe war. Welcher Kuchen? Der, den ich auf Mr. Krabs Schreibtisch hab stehen lassen, den ich einem Piraten für $25 abgekauft hab, von dem ich nicht wusste, dass er eine Bombe ist und den du gegessen hast. Übel. Ach so, du meinst sicher den hier. Ich hab ihn extra aufgehoben, damit wir ihn uns teilen können. Mahlzeit. Ups. Worauf hattest du, SpongeBob? Hau mir die Tür in mein Gesicht! Ich kann es nicht. Neulich, das war aus Versehen, aber absichtlich jemandem wehtun, das schaffe ich nicht. Entweder du tust mir sofort weh oder ich dir. Naja, wenn's denn sein soll. Halt dich nicht zurück, SpongeBob. Hau sie mir richtig in die Fresse! Aber denk immer dran, ja, das wird mir mehr wehtun, als es dir wehtut. Gut, das muss ich mir merken. Sitz du da? Hey, ich war noch nicht so weit. Kannst du mal so lange warten, bis ich... Na also, langsam siehst du wieder aus wie früher. Nein, immer noch zu hübsch. Es haut immer noch nicht hin. Ich mache es noch nicht feste genug. Warte mal eine Sekunde, ich muss kurz... Walfisch, Dreck, nun bist du ja noch hübscher als vorher. Und die Menge wird wahnsinnig. Ja, SpongeBob, du hast mir das eingebrockt. Also lass dir mal was einfallen, wie du das wieder gut machst. Ja, du hast recht, Tadde. Ich denk mir was aus. Ich denk mir was. Ich denk mir... Du hast mir das eingebrockt. Thaddäus, Vorsicht! Da fliegt ein Schuh direkt auf dich zu. Gut gemacht, Kumpel. Du bist wieder der Alte. Ach, Tadde, ich liebe deine Visage, egal wie oft wir sie kaputt hauen müssen. Ich wäre froh, wenn mir das was bedeuten würde. Steck dir diesen Hut und deine Dankbarkeit sonst wohin. Als dein Nachbar weiß ich nun wirklich nicht, wofür ich dankbar sein sollte. Oha, mein Lieber, bei dir wird's wohl Zeit für ein paar Klempnerarbeiten. Daran bist du schuld. Aber das haben wir gleich wieder. Ich helfe dir auch. Nein, du hast mir schon genug geholfen. Ich hab genug davon. Hilf mir nie wieder. Na, aber gerne, mein Freund. Bada, 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 bada. Schwach, schwach. Doi, doi, doi. Eine Spitzengrimasse. Hey, Thaddäus, endlich verstehst du die Regeln. Na, aber sicher verstehe ich die Regeln. Die Regeln sind, dass es völlig egal ist, was man würfelt. Jeder kann einfach irgendetwas erfinden. Also kann ich jetzt auch würfeln und sagen, automatischer Sieger. Hey, super, du hast gewonnen. Gut gespielt.
gespielt, Thaddäus. Oh, wisst ihr was, das stimmt, war echt gut gespielt. Nicht so schnell. Kein Spieler darf sich selbst zum automatischen Sieger erklären. Du hast schon wieder eine neue Regel erfunden. Dieses Spiel ist das letzte blöde Spiel. Zerstörung von Privateigentum. Oh, und wie ich hier sehe, sind Sie ein Wiederholungstäter. Sie gehen ins echte Gefängnis. Ja, wenn ich nur nicht weiter mitspielen muss. Danke, Herr Wachtmeister. Willkommen zurück. Jemand muss meinen Namen sagen. Was soll denn das werden? Ihr solltet euch doch gegenseitig das Hirn rausschießen. Wir haben einen Friedensvertrag unterzeichnet. Du hast recht, wir waren einfach kindisch. Nein, das habt ihr falsch verstanden. Ich fand euch sehr erwachsen. Gib mir diesen Friedensvertrag. So, und jetzt geht der Krieg weiter. Das war nicht der Friedensvertrag, das war eine Kopie des Friedensvertrags. Passt auf! Ihr werft viel zu schnell die Flinte ins Korn. Also, Patrick, stell dir vor, ich bin SpongeBob. Und wer bin ich? Du bist Patrick. Darf ich Mr. Krabs sein? Nein, und wieso überhaupt? Er ist ein guter Anführer. Mach einfach einen Kopf zu. Hey, so kannst du doch nicht mit Mr. Krabs reden, Thaddäus. Ich bin SpongeBob und du bist Patrick. So, und was machst du jetzt, hä? Patrick, warum wirfst du nicht auf SpongeBob? Du hast gesagt, du bist SpongeBob, SpongeBob. Arr, das stimmt, Mr. Thaddäus. Und jetzt an die Arbeit. Oh Mann, okay, ich sehe schon, wohin uns das führt. Wie wär's denn mit folgender Formulierung? Ich, Thaddäus, bin ab sofort Teilnehmer in diesem Krieg. Und jetzt? Na gut, aber wo ist dann dein Schutzwall? Ich hab eben keinen. Und jetzt? Aber du brauchst doch einen Schutzwall. Der Schutzwall gewinnt den Krieg. Na gut, wenn ihr unbedingt wollt, da habt ihr einen. Und jetzt? Dein Schutzwall ist aber viel zu klein. Ist ja schon gut, Patrick. Der dient nur zur Demonstration. Und jetzt? Er hat aber recht. Das Ding bietet dir doch überhaupt keinen Schutz. Glaub mir, das ist gut so. Siehst du, viel zu klein. Aber nicht, wenn ich mich klein mache. Ihr gebt mir ja gar nicht die Chance, mich klein zu machen. Seht ihr, da unten bin ich absolut ungesichert. Könntet ihr jetzt bitte aufhören zu werfen? Aua, was um Himmels Willen soll das? Das war die Einleitung. Der erste Teil eurer Zeremonie. Eine Zeremonie? Wofür? Für eure ewige Ruhe. Ich will aber gar keine ewige Ruhe. Ich will, dass die Hausarbeit erledigt wird. Ist die Rumpelkammer aufgeräumt? Ja. Ach ja, wirklich? Das sehe ich mir mal an. Okay, legt euch rein. Ihr seid wohl plemplem, da lege ich mich aber nicht rein. Aber ihr braucht doch eure letzte Ruhe. Wer hat euch denn sowas erzählt? Und jetzt raus hier mit euch. Na gut. Ach, was denn jetzt wieder? Ich hab geschrieben, hier liegt Thaddäus. Er war zwar nichts Besonderes, aber... Hallo, guck mal. Ist es so tief genug? Hör auf damit und mach das Loch wieder weg. Die Trauergäste sind auch schon da. Ach, Thaddäus, als wir sicher waren, dass du tot bist, sind wir sofort hierher gekommen. Du Psychoschwamm, willst du mich eigentlich ins Irrenhaus bringen? Nein, bloß in das Loch rein. Gut, du hast gewonnen. Ich muss dir wohl ein Geständnis machen. Ihr habt eine Glatze. Ich hab keine Glatze. Ich lebe. Und jetzt schaff mir diesen Grabstein aus den Augen und schick deine Freunde nach Hause. Aber sofort. Ab nach Hause. Ja, aber Meister. Ich bin nicht dein Meister. Ich bin dein Nachbar. Und jetzt tu mir den Gefallen und tu mir keine Gefallen mehr. Wie ihr wünscht, Meister. SpongeBob! Hey, Thaddäus, hast du noch was vor? Ich hab vor, dich auszuwringen, sobald ich hier draußen bin. Und jetzt hol mich hier raus! Gerne. Ich komm nach der Arbeit noch mal vorbei. SpongeBob! SpongeBob! Und jetzt noch ein Schläfchen. Ich will schließlich auf meine Mitarbeiter des Monatsfoto keine Augenringe haben. Thaddäus! Das dürfte wohl reichen. Stop.
SpongeBob, du kleiner Erbärmlicher! Ein Krabbenburger! Aua! Thaddäus! Bis dann, Schwammkopf! Nein, nein, es ist nicht so, wie du denkst. Das ist alles ein Missverständnis. Das musst du mir glauben. Jetzt hör mir mal gut zu. Du musst mir glauben, SpongeBob. Du stehst auf Krabbenburger, alter Schwertfisch, oder? Ja, ja, ich geb's zu, SpongeBob. Ich liebe Krabbenburger. Ja, mein Lieber, ich hab's dir doch gesagt. Einem Krabbenburger kann keiner widerstehen. Thaddäus, wie viel isst du denn da? Thaddäus! Hallo, Sonnenschein. was für ein wunderschöner Morgen. Einfach perfekt. Zurück, zurück, zurück. Okay, ja, hier ist's gut. Perfekt. Was? Mein Haus? Was ist mit meinem Haus? SpongeBob! Patrick! Was zum Blaubarsch ist denn überhaupt los hier? Seht nur, was ihr getan habt. Auch mein armer Vorgarten. Dein Vorgarten? Seine königliche Hoheit baut hier ein Riesenrad. Ein Riesenrad? Ja, das ist doch einfach klasse. Nein, das ist nicht klasse, sondern furchtbar. So, jetzt reicht's mir aber. Stopp! Bürger von Bikini Bottom, stopp, stopp! Patrick ist doch kein König. Seht ihn euch an, wie kann dieser rosa Blödel König sein? Entschuldigen Sie, glauben Sie wirklich ernsthaft, dass dieser hirnlose Seestern überhaupt König von irgendwas sein kann? König der Vollidioten, eventuell. Wo ist denn die Gummiente, die ich Mr. Krabs mitbringen sollte? Hab ich dich, ich sag dir, wenn Mr. Krabs rauskriegt, dass du ein Klo bist. Du wirst noch irre, Thaddäus, ganz ruhig. Du darfst die Sache nicht so an dich ranlassen, sonst rennst du wieder runter in die große Krabbe. Stürzt durch die Tür auf diesen gelben Giftzwerg SpongeBob zu und der sagt dann unverschämt, wie er ist. Hallo, Thaddäus, hast du schon alles erledigt? Ich weiß, dass du hier bist. Er ist wieder zurück zur großen Krabbe. Da schnapp ich ihn mir. Jetzt hab ich dich, SpongeBob. Hey, ziehen Sie sich doch was an. Die Wahrheit wird ans Licht kommen. Juhu, weiter so, Thaddäus. Alles Gute, Mr. Krabs. Ruhen Sie sich aus. Und wenn mal wieder was nicht stimmt, kommen Sie zu Danke, uns. Herr Doktor. SpongeBob, mich schaffst du nicht. Aha! Endlich habe ich dich! Du glaubst wohl, ich weiß nicht, dass du der Ast vor meinem Fenster warst. Ha! Oder das Klo in meinem Badezimmer. Und dann warst du in meiner Badewanne und ich. Und du und ich und du bist durch den Abfluss entwischt. Und warst vor mir in der Krossenkrabbe. Heißt das etwa, dass... Ja, SpongeBob, ich habe inzwischen alles erledigt. Mit diesen Werkzeugen gebäre ich ein Kunstwerk. Oh ja, bitte. Halt, da fehlt noch was. So, jetzt ist es Kunst. Und, was hältst du davon? Lass es einen Moment lang auf dich wirken, dich überwältigen. Ja! Sieht so aus, als ob die Aufregung meines künstlerischen Triumphes zu viel für Thaddäus ist. Naja, zurück in den Müll.
Ich komme wegen der. Ja, was? Wer ist denn dafür verantwortlich? So wie das hier aussieht, ist er dafür verantwortlich. Einen schönen Tag wünsche ich, mein Herr. Sie sind der größte Künstler, der je gelebt hat.